Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge sind wir durch ein Portal gegangen und eigentlich soll hier ein Lager mit vielen Büchern sein. Wir nehmen jetzt erstmal die Ahnenseide mit. Bücher sehe ich jetzt hier Freundin, das ist nicht. Beragon. Beragon, das ist meine Freundin. Wir haben eine Schriftrolle für euch. Ja. Aber wir haben keine Schriftrolle für dich, sondern du sollst sie uns nur übersetzen, bitte. Evely meinte, ihr hättet etwas, was ich mir ansehen soll. Ja, aber es ist verschlüsselt. Könnt ihr es entschlüsseln? Lasst mich mal einen Blick darauf werfen. Oh, kaiserlich, in der Tat. Um genau zu sein, Kaiser Leowigs persönliche Verschlüsselung. Zum Glück kenne ich sie recht gut. Leider habe ich nicht Leowigs Siegelring. Ohne ihn kann ich den Code nicht entschlüsseln. Hier, wir haben diesen Ring bei der Schriftrolle gefunden. Ihr habt einen Siegelring? Aber ja, der scheint Kaiser Leowig gehört zu haben. Vermutlich einer von mehreren. Er liebte Schmuck. Also erst das Tagebuch, das Evely mir gebracht hat, und jetzt das. Worin seid ihr und meine Schwester diesmal hineingeraten? Evely ist eure Schwester? Meine jüngere Schwester, ja. Ich habe sie früher immer mit Geschichten von meinen Abenteuern unterhalten, damals, bevor ich Schreiber an Kaiser Morikas Hof wurde. Ich habe sowohl für ihn als auch seinen Sohn Leowig gearbeitet. Evely meint, ich spucke Worte so aus, wie sie Pfeile verschießt. Schnell und treffsicher. Ihr wart ein Abenteurer und Schriftgelehrter? Um genau zu sein, war ich erst ein Abenteurer und dann ein Schriftgelehrter. Es stellte sich heraus, dass Tinte und Federkiel mir lieber sind als Gefahr und Wagemut. Leider habe ich der kleinen Evely wohl die falschen Ideen in den Kopf gesetzt. Auf jeden Fall liegt die Schriftrolle da drüben, entschlüsselt und alles. Evely hat nie einen Bruder erwähnt. Wirklich? Sie hat mir alles über euch erzählt. Ihre Briefe aus Orsinium waren voller Geschichten über euch. Seit sie zurück ist, steckt in fast jedem Satz eine Anekdote über eure gemeinsamen Abenteuer. Ihr habt wirklich einen Eindruck hinterlassen. Es ist gut, euch endlich kennenzulernen. Okay. Die Worte des Kaisers, sind das viele? Ja, die können wir eben vorlesen. Der Verräter Varen, oh, marschiert auf uns zu und kommt immer näher. Der Rebell, der möchte gern Usurpator. Ich muss dieses Dokument mit aller gebotener Eile abschließen und zu einem meiner kaiserlichen Verstecke schicken. Das Geheimnis, das mein Großvater initiiert hat und das durch meinen Vater an mich weitergegeben wurde, darf nicht mit mir sterben. Es ist unerlässlich, dass die vier Ambitionen verwirklicht werden, dass alles bereit ist, wenn die Zeit gekommen ist. Versprechen wurden gegeben, Abkommen wurden in Blut und Stein verfasst, und der Fürst der Zerstörung toleriert kein Versagen, nicht in solchen Angelegenheiten. Mein Vogt, Varul Lupus, er hat mich großgezogen, mir gedient, mich unterrichtet, mich verhätschelt. Nun fungiert er auch als mein Beichtvater und hört sich jede Einzelheit des Plans und des Geheimnisses an. Er kennt die Standorte, an denen die vier Ambitionen verbracht wurden. Er weiß, wo das Buch zu finden ist und erkennt jeden, der auf irgendeine Weise in den Plan involviert war. Er mag nicht alles verstehen, was ich ihm erzählt habe, doch er wird sich daran erinnern. Er weiß wortwörtlich, wo jedes Teil des Geheimnisses vergraben liegt. Sollte ich Varen, den Verräter, nicht aufhalten können, sollte ich die Ordnung in meinem Kaiserreich nicht wiederherstellen können, müssen jene, die überdauern, weitermachen. Angesichts eurer ergebenen, erwachenden Flamme und des Wissens, das ich an Vogt Lupus weitergegeben habe, steht euch alles zur Verfügung, was nötig ist, unsere vier Ambitionen Realität werden zu lassen. Enttäuscht mich nicht. Enttäuscht Merunes Dagon nicht. Ja, und wer Varen ist, haben wir ja schon in den ersten Folgen mitbekommen. Das war ja der von der Zuflucht, der Prophet. Nun, was steht in der Schriftrolle? Kennen wir endlich das Geheimnis des Kaisers? Hier, das ist die Rede. Da ist die Rede von Geheimnissen, Ambitionen und dem Vogt des Königs. Jemanden namens Farul Lupus. Farolupus? Er hat mich angeheuert, um die Schwarzdrachenvilla zu untersuchen. Aber warum ist Ambitionen so hervorgehoben? Das kommt mir seltsam vor. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Hier euer Teil dessen, was Lupus mir bezahlt hat.
Es gibt noch mehr, wenn ihr mit mir nach Riften kommt. Das entschlüsselte Dokument erwähnt die Person, die mich angeheuert hat. Pharol Lupus. Könnte das wirklich Kaiser Leowigs Vogt sein? Ich schätze, es wäre möglich. Jedenfalls soll ich das geborgene Buch zu ihm bringen. Nun, zumindest zu seiner Vermittlerin in Riften. Erzählt mir mehr über dieses Buch, das ihr geborgen habt. Pharol Lupus schickte mich los, um das Buch aus der Schwarzdrachenvilla zu bergen, einem der verborgenen Rückzugsorte der Langhauskaiser. Ich habe es und ein Tagebuch gefunden. Letzteres hat mich nach Nesalas geführt. Es ist ein seltsamer alter Foliant. Ich kann keines der Worte lesen, wenn es denn Worte sind. Was meint ihr damit, dass ihr das Buch nicht lesen könnt? Es ist in einer Sprache verfasst, die ich noch nie gesehen habe. Allein schon vom Anblick der Seiten tun mir die Augen weh. Und es bei mir zu tragen, fühlt sich unangenehm an. Kommt ihr mit mir nach Riften? Ich will das Buch abgeben und die Sache hinter mir lassen. Ich gehe mit euch nach Riften, um das Buch abzugeben. Ich habe Pharol Lupus nie direkt getroffen. Alles lief über eine Vermittlerin, eine Magierin namens Renner. Wir sollten sie in der Magiergilde von Riften finden. Mein Bruder hat einen Karren, den wir für diese Reise nutzen können. Oder ich kann euch dort treffen. Was wisst ihr sonst noch über Pharol Lupus? Bevor wir das Dokument fanden, das mein Bruder entschlüsselt hat, war ich davon ausgegangen, dass er ein Büchersammler oder Gelehrter oder so etwas ist. Ich hatte keine Ahnung, dass er der Vogt des letzten Langhauskaisers war. Ich habe ihn nie getroffen. Wir hatten nur einen Briefwechsel, bis er mich zu Renner schickte. Und was sollte ich über Renner wissen? Renner ist eine Art Magierin. Sie hat mir die letzten Anweisungen für meine Mission zur Villa und das Gold übergeben. Nun, die erste Rate. Mir wurde mehr versprochen, wenn ich das Buch abliefere. Keine Sorge, ich achte darauf, dass ihr euren gerechten Anteil bekommt. Erzählt mir mehr über das Buch, das ihr aus der Schwarzdrachenvilla bergen solltet. Weder aus Lupus Briefen noch aus dem Gespräch mit Renner konnte man viele Informationen ziehen. Sie haben mir gesagt, wo ich suchen soll und mir eine Karte gegeben. In einer Ecke stand eine Beschreibung des Buches. Ich habe es jetzt schon eine Weile bei mir. Es ist schwierig. Inwiefern schwierig? Es ist schwer zu beschreiben. Es ist, als ob man eine Last mit sich herumschleppt. Aber es ist kein schweres Bündel oder so. Mehr eine Bürde. Eine ständige Sorge, die nie verfliegt. Ich hatte in letzter Zeit auch Träume. Wirklich schlimme. Aber ich will nicht über sie sprechen. Noch nicht. Warum habt ihr das Buch nicht übergeben, sobald ihr es geborgen hattet? Diese Gefühle waren anfangs nicht da. Außerdem hatte ich das Tagebuch gefunden. Ich brachte es zu meinem Bruder zum Entschlüsseln. Doch dann wurde mir klar, dass die Langhauskaiser etwas verborgen hatten. Ich wollte mehr wissen. Also ging ich nach Nesalas, traf euch und hier sind wir. Habt ihr eurem Bruder das Buch gezeigt? Vielleicht kann er es übersetzen. Ja, das hätte ich auch gedacht. Aber er warf nur einen kurzen Blick darauf und gab es mir umgehend zurück. Er meinte, dass das keine Sprache wäre, die er kennen würde. Und er damit auch nichts zu tun haben wollte. Was für ein Bruder, hm? Ihr habt mir nie gesagt, dass ihr einen Bruder habt. Hab ich nicht? Das kam wohl nie zur Sprache. Wir waren ja auch immer recht beschäftigt in Orsinium. Es gab nie wirklich eine Gelegenheit, euch von meinem weiteren Familienkreis zu erzählen. Weiteren Familienkreis? Wie viele Geschwister habt ihr denn? Hey, ihr habt davon angefangen. Die Anzahl meiner Brüder und Schwestern ist gerade richtig. Ungefähr so viel, wie es für einen Clan Waldelfen im tiefen Wald normal ist. Wir sind 12 und ich bin die Jüngste. 12 Geschwister, das ist schon heftig. Also ich finde ja schon insgesamt 3 eigentlich schon sehr viel, aber 12, das ist schon... Ja, Moment, das ist wahrscheinlich ihr Wagen, ne? Trifft Evelyn in der Magiergilde von Riften. Ich denke mal, normalerweise würde ich jetzt einfach dahin porten. Aber wir schauen mal eben, ob das tatsächlich der Wagen ist, den wir nehmen können. Ich denke aber schon. Also ich weiß auf jeden Fall, dass man damit weitere Gebiete porten kann. Wartet. So. Wir haben eure Reisen durch gerade. Wir reisen noch in dieser Stunde ab. Wo wollt ihr hin? Was haben wir denn gesagt? Rift ist, glaube ich, eine andere ich Allianz. Sagt es mir. Ich wünsche euch eine. Sagt es mir. Grünschatten? Also, es ist anscheinend doch nicht dabei. Dann müssen wir doch per Hand hinreisen.
Also keine Ahnung, warum das jetzt da steht, dass ich damit reisen soll. Es funktioniert anscheinend nicht. So, die Magiergilde ist links von uns und da ist auch direkt schon mal eine Tür markiert, wenn man dann hier hochlaufen könnte. Hey Freundin, hier drüben! Achso, da, Evelie, ich hab dich gar nicht gesehen. Ihr habt es geschafft. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Ich hatte ein mulmiges Gefühl dabei, Renner allein gegenüberzutreten. Nach allem, was wir herausgefunden haben. Seid ihr euch sicher, dass Renner hier ist? Ja, ich habe sie gerade in der großen Halle entdeckt. Hört mal, ich habe nachgedacht. Da Faro Lupus und Renner nicht ganz ehrlich mit mir waren, kann ich genauso gut auch jemanden zum Vermitteln schicken. Außerdem ist irgendetwas an dieser Sache faul. Werdet ihr für mich mit Renner sprechen? Ich werde mit Renner reden, aber was meint ihr damit, dass irgendetwas an dieser Sache faul ist? Ich bin mir nicht sicher, aber ich will auf der Hut bleiben. Ich habe das Gefühl, dass jemand mir folgt, seitdem ich in Riften angekommen bin. Vielleicht benehme ich mich wie eine angeknackste Eichel, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht, oder? Ja, in der Regel schon. Sie bleibt jetzt hier und lauert, ja? Das sieht gut aus. Ja? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ich vertrete Evelie Scharfeil. Sie will den Gegenstand übergeben, zu dessen Bergung sie von euch entsandt wurde. Evelie? Sie hat Farols Buch gefunden. Oh, das sind wunderbare Neuigkeiten. Aber warum steht Evelie dort drüben? Warum sprecht ihr stattdessen mit mir? Was ist hier los, Fremde? Als Evelie herausfand, dass ihr nicht ganz ehrlich mit ihr wart, entschied sie sich, vorsichtig zu sein. Nicht ganz ehrlich? Was wollt ihr damit andeuten? Versucht Evelie etwa, die Bedingungen unseres Handels zu ändern? Farol bot einen angemessenen Preis für das, worum er sie bat. Wir wissen, dass Farol Lupos der Vogt von Kaiser Leovig war. Ruhe! Wenn bestimmte Ohren diese Worte hören, ist unser Leben keinen Horkerpickel mehr wert. Ich schätze, es wird Zeit, dass Evelie Farol trifft. Wir haben hier in Riften ein Haus, in der Nähe der Bank. Klopft aber nur zweimal an. Sonst kommt er nicht an die Tür. Okay, jetzt wird's hier gerade richtig mysteriös. Das klingt mehr und mehr wie ein Ermittlerin-Wala-Roman. Suchen wir Renners Haus. Ich will Faro Lupus endlich persönlich treffen, damit er mir alles sagen kann, was er über das Geheimnis des Kaisers weiß. Von der Natur. Genau. Auch wenn ich zugeben muss, oh, hier versteht man sein eigenes Wort nicht mehr, auch wenn ich zugeben muss, dass ich das Ganze ein bisschen albern finde, so geh du vor, weil ich traue mich nie mit denen zu reden. Habt ihr schon gehört? Sie haben endlich die feste... So, irgendwo... Das müsste hier sein. Der ist jetzt unter mir, oder? Nee, ist doch hier. Was war das denn gerade? Aufschließen einfach. Okay. Da kann man auch einbrechen. Hilfe! Helft mir! Das klingt gar nicht gut. Schnell, gehen wir rein. Ja, aber ich würde dann nicht unbedingt gerne von Wachen entdeckt werden. Was ist denn heute los mit den Schlössern hier? Hallo? Warum sind meine Hände immer kalt? Vielleicht bist du krank, Basti. Bei uns gehen auch gerade zwei verschiedene Virusinfektionen rum. Die dunkle Bruderschaft, hä? Wobei die hat eigentlich rote Hände. Warum? Nein. Nein! Nein! Oh, Renner. Es tut mir leid. Oh, Farul. Ich hatte ihm gesagt, er soll die Vergangenheit vergessen. Aber hat er auf mich gehört? Nein. Farul Lupus wurde ermordet. Hat das etwas mit Kaiser Leovigs Geheimnis zu tun? Ihr wisst davon? Vielleicht. Wahrscheinlich. Farul hat mir nie von seinen Tagen in Diensten des Kaisers erzählt. Doch ich wusste, dass er in letzter Zeit daran dachte. Deshalb heuerte er Evelie an. Er meinte, er wolle die Dinge richtigstellen.
Also, wer hat ihn eurer Meinung nach getötet? Ich habe dieses Stück Papier bei seiner Leiche gefunden. Ein Stück. Oh Götter. Das ist das Zeichen der dunklen Bruderschaft. Sie haben meinen armen Farol ermordet. Und das nur wegen etwas, was mit den verdammten Langhauskaisern hätte begraben bleiben sollen. Sagt uns, was ihr über dieses Geheimnis wisst. Alles, was wir bisher herausgefunden haben, hat uns hierher geführt. Dann schätze ich, dass ihr in einer Sackgasse steckt. Farol hat mir nie viel verraten. Nur, dass er das Buch brauchte, das Eveli für ihn holen sollte. Dass er einen schrecklichen Fehler richtigstellen wollte. Er hat auch erwähnt, dass Leovic ihm gewisse Dinge verriet. Aber er hat nie Einzelheiten erwähnt. Es tut mir leid, dass Farol Lupus getötet wurde. Doch was soll Eveli jetzt mit dem Buch machen, das sie für ihn gefunden hat? Mich interessiert das Buch nicht. Ich will nichts damit zu tun haben. Wenn die dunkle Bruderschaft denkt, dass ich etwas weiß, macht sie Jagd auf mich. Und auf euch auch. Ihr solltet Farol und Leovic und dieses Buch vergessen. Vergesst sie und geht weit, weit weg. Ihr meintet, dass Leovic Farol Dinge gesagt hätte, aber dass ihr keine Einzelheiten kennt. Alles, woran ihr euch erinnert, könnte helfen. Ihr wisst schon Dinge. Staatsgeheimnisse, schätze ich. Versteckte Träume, wilde Wünsche. Farol hat geholfen, den Kaiser großzuziehen. Sie standen sich nahe. Oder zumindest so nah, wie der mächtigste Mann der Welt und sein Vogt sich stehen können. Einmal hat Farol ein weiteres Geheimnis erwähnt. Hatte dieses Geheimnis etwas mit den 4 Ambitionen zu tun? Ambitionen? Nein, davon habe ich nichts gehört. Farol sagte nicht viel. Er bezog sich nur auf etwas, was er das Geheimnis der Langhauskaiser nannte. Ich hatte den Eindruck, dass es etwas mit Daedra-Anbetung zu tun hatte. Und mit irgendwelchen Waffen. Das ist alles, was ich weiß. Kommt, reden wir draußen. Ich treffe euch hinten unter dem Anleger. Ja, ich würde nur ehrlich gesagt gerne erstmal die Karte hier wegmachen, weil die stört mich so ein bisschen. Unter dem Anleger. Moment. soll ich jetzt wirklich eine Etage weiter runtergehen? Ja, tiefer stand da. Komme ich runter, ohne ins Wasser zu fallen? Da ist sie. Was meint ihr? Hat die dunkle Bruderschaft wirklich Farol Lupus ermordet? Ist dieses Buch, das ich für ihn bergen sollte, tatsächlich so wichtig? Ich bin mir nicht sicher, was wir als nächstes tun sollten. Wenn ihr Einfälle habt, kann ich kaum erwarten, sie zu hören. Wir haben ein seltsames Buch, ein Geheimnis, das das Schicksal der gesamten Welt betreffen könnte und einen ermordeten Vogt. Das fasst es in etwa zusammen. Und die Träume, die ich habe. Seitdem ich das Buch gefunden habe, habe ich die seltsamsten und verstörendsten Träume. Was für Träume? Nichts Bestimmtes. Ich bin immer irgendwo. Ein Wald, ein Dorf. Dann beginnt der Boden zu beben und Feuer bricht überall um mich herum hervor. Einmal wurde alles von einer Flutwelle überschwemmt. Und es gibt immer 4 Tiere, die von einem nahen Hügel zusehen. Was für Tiere? Ein riesiger Eber, ein Fuchs und 2 gleich aussehende Steinböcke. Seltsam, oder? Wisst ihr, ich schreibe die Träume dem Buch zu, aber es könnte auch etwas sein, was ich gegessen habe. In den letzten Wochen war mein Speiseplan ein riesiges Durcheinander. Das ist interessant, aber hilft uns gerade nicht weiter. Na toll! Die gruselige Daedra-Dame ist zurück. Schmeichelei und Niedlichkeit bringen euch nichts, Elfin. Kommt, kleine Sterbliche. Ich habe Informationen. Sagt Danke, kleine Sterbliche. Ich habe die verzauberte Schriftrolle gelesen und weiß, wo wir auf unserer Suche nach Leovics Geheimnis als nächstes hin müssen. Außer ihr und die Elfin habt etwas aus den verschlüsselten Dokumenten erfahren. Die verschlüsselte Nachricht führte uns zu Leovics Vogt, doch er wurde von der dunklen Bruderschaft ermordet. Die Attentäter im Dienste Mephalas? Oder sind es jene, die der Leere dienen? Es spielt keine Rolle. Meine Informationen drehen sich vielmehr um jenes Geheimnis, das wir aufzudecken trachten. Laut der verzauberten Schriftrolle gibt es noch eine Anlage mit einem Versteck unter der Kaiserstadt. Es gibt etwas unter der Kaiserstadt? Ja, versteckt in der kaiserlichen Kanalisation. Ich werde ein Portal öffnen, das euch nah an die Anlage heranbringt.
Doch ihr werdet euch um die Schutzzauber kümmern müssen. Trotz all ihrer Verehrung für die Daedra haben sich diese Langhauskaiser doch alle Mühe gegeben, uns fernzuhalten. In Ordnung. Wir werden herausfinden, was uns in der kaiserlichen Kanalisation erwartet. Oh, ich nicht, kleine Sterbliche. Ich habe nicht vor, durch Abwässer zu stapfen. Wenn ihr doch dafür sehr viel besser geeignet seid. Ich werde zu euch stoßen, sobald ihr euch um die Schutzzauber gekümmert habt. Geht schon los und nehmt die Waldelfin mit. Noch ein Portal? Haben Daedra keine fliegenden Pferde oder sowas? Komm, Evely, bedank dich einfach und dann geh durch. Das ist also die kaiserliche Kanalisation? Schick. Ja, wie man es nennen möchte, ne? Ich sag mal, ich bin schon froh, Sieht wenn jetzt aus, hier keine Gegner kommen. Der Orden der erwachenden Flamme zuerst hier gewesen. Verdammt! Also Gegner im Sinne von PvP-Gegner, weil da hätte ich jetzt so gar keine Lust drauf. Aufgehoben. Die Kultisten müssen da drin sein. Macht langsam. Gehen wir den Kultisten aus dem Weg, solange wir können. Ja, macht langsam. Ich merke das schon. Ich laufe hier als erstes mal gegen Seht die Wand. Mal, ein Versteck. Und es liegt noch ein Schutzzauber darauf. Diese Schätze gehören dem Orden der erwachenden Flamme. Ach, Basti, kommst du auch mal? Jetzt, wo der Gegner tot ist? Was für ein ruhmreicher Tag. Wie mein Fürst befahl, habe ich mich mit dem Reichmann Durkoratsch verbündet, den man auch als den Schwarzen Drachen kennt, und ein Abkommen ausgehandelt, durch das der mächtige Barbar zum Kaiser gekrönt und auf den Rubinthron gesetzt werden wird. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Die endlosen Vorbereitungen, die Rituale, alles, was getan werden muss, um uns auf die vier Ambitionen Merunes Dagons vorzubereiten. Wir werden unsere Aufgaben ausführen und auf den Tag warten, an dem auch der letzte Teil der Vereinbarung ausgeführt sein wird und Merunes Dagon sein Recht einfordern wird. Gepriesen sei der Fürst der Zerstörung. Gepriesen sei der Fürst der Veränderung. Die Langhauskaiser haben es wirklich getan. Sie sind einen Handel mit Merunes Dagon eingegangen. Weitere Hinweise. Ja, natürlich steht da der Nächste. Oh, nein, ich wollte nicht wegrollen. Bleib doch stehen. Ach, Basti, du bist so ein geiler Tank. Wie jeder Tank ziehst du natürlich den Gegner auf den Kämpfer drauf. Und nicht von ihm weg. Das Tagebuch von Kaiser Leoweg. Von mir haben mein Vater und mein Großvater all dies in Gang gesetzt, doch ich werde derjenige sein, der es beendet und die Belohnung einstreicht. Falls der Bastard Waren nicht auftaucht und mich vorher tötet. Mein Vater ließ diese Anlage unterhalb der Kaiserstadt bauen, um dort das letzte unserer Geheimnisse unterzubringen. Ein sicherer Hafen, den andere aufsuchen können, um die notwendige Arbeit zu verrichten. Falls alle Stricke reißen, versteht sich. Hier sind alle Leute, die zumindest über einen Teil des Rätsels verfügen. Auch wenn nur mein Vogt und der Anführer des Ordens der erwachenden Flamme die ganze Wahrheit kennen. Und selbst sie habe ich nicht in die Änderungen eingeweiht, die ich vornehmen musste, als sich die Truppen des Verräters Waren näherten. Die vier Ambitionen sind noch nicht bereit. Wären sie es, würde ich sie einsetzen, um Waren zu zerstören und mein Erbe zu schützen. Doch bis die Zeit der Ambitionen gekommen ist, müssen wir uns noch einige Jahre gedulden. Ich habe noch ein letztes Ass im Ärmel. Ich werde den Schrein in dieser Anlage nutzen, den mein Vater persönlich Merunes Dagon gewidmet hat, um mich an den Fürst der Zerstörung zu wenden und erneut seine Hilfe zu erbitten, wie es mein Großvater getan hat, als er das Königreich eroberte. Sollte ich versagen und durch den Verräter Waren besiegt werden, werdet ihr, hohe Priester des Ordens der erwachenden Flamme, mit den anderen übereinkommen müssen und herausfinden, wohin ich die Ambitionen gebracht habe. Ich konnte sie nicht in Warens Hände fallen lassen. Vogt Varo Lupus, oberster Ratsherr Luvidicus, Ratsherrin Arbor, Ratsherrin Valeria, Ratsherrin Intinia, Ratsherrin
Jirich, Ratsherr Sophus und Ratsherr Vandazia. Kaiser Leovig schrieb darüber, doch es ist nicht verschlüsselt. Wenn diese Berater das Geheimnis kennen, ist ihr Leben in Gefahr. Blut für Fürst Dagon! Hallo? Hallo? Was war das? Ich meine, ihr habt meine Taste gehört, oder? Was war das, das jetzt gar nichts mehr ging irgendwie? Die war ein bisschen verbuggt gerade. Okay, muss ich nicht verstehen. Dieses Dokument beschreibt ein Ritual, das an einen gewidmeten Schrein tiefer in der Anlage ausgeführt werden muss. Ist es erfolgreich, erlaubt das Ritual dem Ausführenden direkt mit Merunes Dagon in Kontakt zu treten. Zumindest scheint man sich dies so vorzustellen. Anmerkungen am Rand weisen darauf hin, dass das Ritual von Eschiel, dem Unheilsbringer des Ordens der Erwachenden Flamme, niedergeschrieben wurde. Der Kult versucht, Merunes Dagon zu erreichen. Lasst uns diesen Schrein finden. Dann komm mit. Zeigt mir, wo wir eure vier Ambitionen finden. Tretet durch das Portal und beweist dem Fürsten von Feuer und Flut euren Wert. Dieser angeknackste Eichel tritt ins Reich des Vergessens? Wandeln ehrt mich, Fürst Dagon. Seht, hinter der Statue, ein Portal. Kommt! Ja, das nehmen wir. Lauft! Ich fasse es nicht. Ist das wirklich das Reich des Vergessens? Warum meint ihr, dass er diesen Ort die Totenländer nannte? Sehen für mich eher wie die richtige... Ich gab den Sterblichen alles, was sie verlangten. Und doch kommt es nun hierzu. Euer Akolizia, der Anführer der erwachenden Flamme, schickt mich, um zu beenden, was der schwarze Drache begann. Ich habe beträchtliche Anstrengungen in die vier Ambitionen investiert. Und doch gingen die Ambitionen verloren und der eingegangene Handel blieb unerfüllt. Dann gebietet über mich, Fürst Dagon. Ich werde tun, was ihr befehlt. Ihr wollt meine Ambitionen? Dann beweist euch und vernichtet die Eindringlinge. Fürst Dagon, höchste Zerstörung! Stellt euch mir direkt, Ungläubige! Was haltet ihr hier für Eichel? Ja, wo seid ihr hin? Alter, mitten im Block haut der mich hier so weg. Ihr habt meinen Anhänger besiegt, Sterbliche. Daher erlaube ich euch, mein Reich lebend zu verlassen. Tretet durch das Portal und verschwindet. Okay. Sprecht ein Portal aus dem Reich des Vergessens? Und ihr, kleine Sterbliche, tretet ohne einen Kratzer heraus? Erzählt mir alles. Ihr hört auch nie auf, mich zu überraschen, kleine Sterbliche. Ist das der übliche Gestank von Merunes Dagon und den Totenländern, der euch da umflort wie ein Schwarm Fleischfliegen? Vergesst das. Sagt mir, was ihr erfahren habt und wie ihr in Dagons Reich gelandet seid. Die Kultisten der erwachenden Flamme waren in der Anlage, als wir ankamen. Ja, der Orden der erwachenden Flamme ist besonders hartnäckig dabei, diesem Geheimnis für ihre eigenen Zwecke nachzuspüren. Wo wir gerade davon sprechen, habt ihr noch mehr über Kaiser Leovigs Geheimnis erfahren? Ich habe einen Verweis auf einen Handel gefunden, den Durkoratsch, der Schwarze Drache und Merunes Dagon eingegangen sind. Interessant. Das weckt Erinnerungen. Der Sterbliche, der als erster Langhauskaiser in die Geschichtsbücher einging, versuchte, mit mehreren dätrischen Fürsten einen Handel einzugehen, einschließlich meines Herrn. Irgendwelche Hinweise auf die Bedingungen dieses Handels? Es waren wohl irgendwelche Waffen, die vier Ambitionen.
Ich habe eine Liste gefunden. Leute, die das Geheimnis anscheinend kannten. Nun, kleine Sterbliche, euer Weg ist klar. Wir haben gerade erst begonnen, dieses Mysterium zu ergründen. Ihr müsst die Leute auf dieser Liste finden und die Wahrheit um die vier Ambitionen ergründen. In der Zwischenzeit muss ich anderen Dingen nachgehen. Evelyn. Da die gruselige Daedra-Dame nun weg ist, reden wir. Das war irgendwie aufregend. Ich war noch nie irgendwo im Reich des Vergessens. Vieles fühlte sich aber vertraut an. Wie ein Ort, von dem ich in letzter Zeit oft träume. Auf jeden Fall weiß ich dank allem, was wir erfahren haben, was als nächstes geschehen muss. Was muss als nächstes geschehen, Evely? Wir müssen die Leute auf dieser Liste finden. Sie wegen der dunklen Bruderschaft warnen. Herausfinden, was sie uns über die Ambitionen sagen können. Und was ich mit diesem Buch tun soll. Hey, danke übrigens. Ich habe den Rest der Bezahlung zwar nie bekommen, doch das hier kann ich auch so mit euch teilen. Und wir erhalten ein Andenken, das Daedrische Amulett gegen Schutzzauber. Ich werde die Suche in Leyavin beginnen. Dort war Oberratsmitglied Luvidicus, als ich das letzte Mal von ihm gehört habe. Ich glaube, er hilft bei der Verwaltung der Stadt oder so. Sobald ich einen Überblick habe, lasse ich es euch wissen. Wisst ihr, für den Fall, dass ihr da noch helfen wollt und so. Werdet ihr damit zurechtkommen, dieses seltsame Buch zu verwahren? Ich glaube schon. Das fing alles an, als Pharao Lupus mich entsandte, um dieses seltsame Buch zu finden. Und damit kam ich auf die Spur von Kaiser Leowigs Geheimnis. Jetzt wissen wir, dass es bei dem Geheimnis um einen Handel mit Merunes Dagon und etwas geht, was man die vier Ambitionen nennt. Aber wir kennen keine Einzelheiten. Nun, wir wissen, dass die dunkle Bruderschaft Pharao Lupus ermordet hat, der sich als Vogt des Kaisers herausstellte. Und wir wissen, dass die erwachende Flamme Dagonisten sind, die die Ambitionen wollen. In Leowigs Notizen werden die Ambitionen als Waffen beschrieben. Und Lyrant glaubt, dass das alles mit dem Schicksal unserer Welt zu tun hat. Ja, ich weiß nicht, was ich von der gruseligen Daedra-Dame halte, aber ihre unheimliche Warnung bereitet mir eine Gänsehaut. Wenn Merunes Dagon es auf Tamriel abgesehen hat, stehen uns alle möglichen Katastrophen bevor. Was auch immer die Langhauskaiser ihm versprochen haben, kann nichts Gutes sein. Leowigs Notizen listen auch andere Leute neben Lupus auf, die das Geheimnis kennen. Richtig. Ich bin keine Fachfrau für kaiserliche Politik, doch ich kenne Luvidicus' Namen. Er war im Ältestenrat, bevor das Kaiserreich fiel. Ich erinnere mich, wie ich einem Herold in Eldenwurz gelauscht habe. Er brachte damals die Kunde, dass Luvidicus am Leben war und in Leyavin seinen Dienst versah. Was wisst ihr über Leyavin? Wirklich nicht viel. Ich war noch nie in der Gegend. Soweit ich weiß, ist es eine kaiserliche Stadt in der Topalbucht. Bisher konnte sie wohl den Krieg der drei Banner von ihren Grenzen fernhalten. Zumindest berichten das die Herolde. Wie wollt ihr Luvidicus überzeugen, dass er in Gefahr sein könnte? Ich weiß es nicht. Ich überlege mir meistens unterwegs was. Ich schätze, ich werde meine Unterstützung anbieten und sehen, was sich ergibt. Sobald ich ein paar Kontakte geknüpft habe, gebe ich Bescheid. Falls ihr noch interessiert daran seid, das Rätsel zu lösen, dann könnt ihr mich dort treffen. Ja, und natürlich sind wir daran interessiert. Jetzt muss ich erstmal schauen, was das genau für ein Andenken war. Das wollen wir uns natürlich auch mal kurz angucken. Ja, und wie immer sieht man mal wieder nichts, wenn man das hier draus machen muss. Ach, das ist so blöd eigentlich. Ich mache das mal ein bisschen größer. So, Q gedrückt halten, die rechte Maustaste drücken, bis wir am richtigen sind. Und dann nochmal. Achso. In dem Fall kam auch nichts Größeres. Manchmal kommen ja irgendwelche Drachen über den Kopf geflogen oder ähnliches. In dem Fall ist es halt eben nicht so. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Damit ist der Prolog nämlich beendet. Wir werden uns allerdings in der nächsten Folge nicht direkt in Leyavin wiedersehen, sondern den Basti hatten wir ja auch schon ganz am Anfang von Dunkelforst geholt. Ich möchte gerne noch den zweiten Gefährten holen, und zwar ist das die Miri. Die hat auch noch eine eigene Story, die beginnen wir dann in der nächsten Folge. Und in der übernächsten Folge beginnen wir dann mit der Hauptstory, ja, in Leyavin, also in Dunkelforst. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.